Die Blutmumie lässt ihre kampfgeprüfte Klinge fallen. Olli erhält einen Totendolch. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Hier bei Dragon Quest 9 in der Ollenkuhle. Beim Blutmumienbekämpfen. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich uns den Totendolch offscreen holen werde. Und es war die richtige Entscheidung. Es hat nämlich echt lang gedauert. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so eine geringe Spawn-Chance hat, dieser Totendolch. Aber ich habe jetzt gegen gut und gerne 20 bis 30 Blutmumien gekämpft. Das ist wirklich gar nicht mal so wenig. So, wie schaut's hier aus? Ich habe nämlich nebenbei auch ein bisschen Heilkraut gegessen. Phänomenal, du hast mehr als 10 Grotten erkundet. Jetzt bist du ein waschechter Höhlenbewohner. Ich habe auch Grotten erkundet, aber warum kriege ich denn das jetzt? Also nachdem ich das getan habe, war ich nämlich schon mal im Ding drin. Nö. Noch nicht genügend Heilkräuter gegessen. Schade, schade. Na gut. Wir gehen als allererstes nach Blümlingen, würde ich sagen. Und geben einmal den Totendolch ab. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Und dann kann ich hier schon mal die Nummer 50 durchstreichen. Okay. Und dann geht's weiter nach Bazurek. Oder? Nee, ich glaube, wir machen erstmal im Wurmwald weiter. Ist vermutlich die klügere Variante. Hallöchen. Habt ihr die Waffe des jüngsten Opfers der Blutmumie gefunden, mein Kind? Bitteschön. Danke, mein Kind. Das ist für euch als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mein Kind, hört euch bitte die Beichte einer sündigen Schwester an. Oder besser gesagt, einer unmoralischen Kriegerin. Früher gab es für mich nur eines: Monster vernichten, bis es mir einmal misslang, eine Blutmumie zu besiegen. Die Wunde, die ich ihr zugefügt hatte, entfachte einen tiefen, allumfassenden Hass in ihrer elenden Seele. Dank dieses Hasses konnte sie immer wieder aufstehen und einen Sterblichen nach dem anderen verschlingen. Es ist allein meine Schuld. Ich legte das Gelübde ab und sammle seitdem die Waffen ihrer Opfer ein und bete für ihre Seelen. Okay. Das ist ungünstig. Das heißt, die Mumie wird jetzt wieder auferstehen und wird wieder irgendein Opfer fordern. Toll! Das ist ja genau das, was man sich wünschen würde. Verdammte Kacke. Aber na gut. Erinnert ihr euch an die letzte Folge? Wie ich Brennbergen so hoffnungsvoll durchsucht habe und einfach nicht dazu in der Lage war, die Quests zu finden, liegt vielleicht daran, dass die Quests im Wurmwald sind. Das ist mir nur geringfügig peinlich, selbstverständlich, aber was soll man denn machen? So, jetzt muss ich hier nur noch die richtigen Leute finden. Das war die Tuchfühlung. Die interessiert uns nicht. Die brauchen wir nicht nochmal wiederholen, auch wenn man den Fledertierchen ohne Probleme noch mehr geben kann. Noch mehr von den Schals, wenn ihr euch an die Quest erinnert. Ach. Guten Tag, ich bin Raphael. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört, was? Ich besitze eine gigantische Monstersammlung. Meine Sammlung ist die beste überhaupt, obwohl Horta auch ziemlich viel über Monster gesammelt hat. Wenn sie so weitermacht, wird ihre Sammlung bald größer sein als meine. Das ist ja so ungerecht. Deswegen wäre es großartig, wenn ihr mir einen Magmalifizit-Handabdruck beschaffen könntet. Ja. Juhu, tausend Dank. Da wird Horta ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Ihr wisst doch, wo man Magmalifizite findet, oder? Auf dem Magma. Am besten macht ihr einen Abdruck, nachdem ihr das Monster besiegt habt. Dummerweise sind die recht groß, darum wird das gar nicht so einfach. Aber gebt nicht auf, ja? Hier, ich gebe euch dieses riesige Stück Papier, damit ihr den Abdruck machen könnt. Ein großes Stück Papier. Die Magmalifizit-Money. Und wo ist denn Horta? Horta hört ein Hu? Denn Horta möchte selbstverständlich ihre Sammlung auch vergrößern. Und vielleicht können wir da ja auch ein bisschen helfen, nicht? Hallo, ich bin Horta. Wollt ihr mal meine Monstersammlung sehen? Die ist wirklich toll. Meine Sammlung ist die beste überhaupt. Obwohl Raphael auch ziemlich viel über Monster gesammelt hat. Wenn er so weitermacht, wird seine Sammlung bald größer sein als meine. Das ist ja so ungerecht. Deshalb wäre es großartig, wenn ihr mir einen Mega-Moai-Kopfabdruck beschaffen könntet. Bitte. Oh, klar. Juhu, tausend Dank. Da wird Raphael ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Ihr wisst doch, wo man Mega-Mois findet, oder? Auf dem Magma. Am besten macht ihr einen Abdruck, nachdem ihr das Monster besiegt habt. Dummerweise sind sie recht groß, darum wird das gar nicht so einfach. Aber gebt nicht auf, ja? Hier, ich gebe euch dieses riesige Stück Papier, damit ihr den Abdruck machen könnt. Oh Gott, ich hoffe, ich verwechsel das Papier nicht. Köpfchen gefragt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Zwillinge sind. Wenn man so eins zu eins dasselbe sagt wie der andere. Gut, machen wir eben schnell. Und ich würde sogar sagen, wir machen das ein bisschen schneller als schnell.
Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, ne? So ist es nicht. Vor allem muss ich gleich mal schauen und vergleichen, was ich so alles brauche, um eine weitere Quest zu absolvieren. Warte, hier draußen gibt es nichts. Wo waren dann nochmal? Da haben wir die Megamois und die Magmalifizite gab es ein bisschen tiefer, ne? Oh, guck mal, wir haben hier gleich beide Gegner. Das ist ja, also das ist ja Luxus. Das ist ja wirklich Luxus. So, der ist schon mal down. Der Magmalifizit wird auch noch von Deka kalt gemacht. Kriegen wir direkt einen? Nö? Okay. Wäre ja auch zu einfach. Na schön. Das hätte ich jetzt sehr elegant und cool gefunden, wenn wir direkt beide Sachen gekriegt hätten. Aber das hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen zu cool gefunden, als dass ich es für wahr halten würde. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Gehen fort mit dir, Allraun-Soldat. So, Orly steigt eine Stufe auf. Das ist schön. Ich hatte übrigens schon mal einen Stufenaufstieg. Ich habe nämlich eine Grotte gefunden, wo es Flüssigmetallschleime gibt. Da sind, glaube ich, 3 draufgegangen. Dementsprechend gab es ein paar Level-Ups seit dem letzten Mal. Aber so wirklich wild ist das nicht gewesen. War einmal der Nemaische Löwe, war einmal ein Schleimurei. Das waren die beiden Grotten, die ich gemacht habe. Jetzt haben wir eine Grotte Stufe 15. Als nächste Grotte. Ich weiß nicht, ob ich damit so zufrieden bin. Aber es scheint eine Wassergrotte zu sein, wenn ich den Namen richtig interpretiere. Aber das habe ich noch nicht geschaut. Und den Komfortdruck bekomme ich auch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Da ist nur ein Droche. Noch ein Droche. Ja, was machen wir denn jetzt? Verschwinde, Droche. Hau ab hier. Geh! Na gut, dann nehme ich ihm den. Wenn ich sonst keinen finde. Danke. Und vielleicht noch ein Köpfchenabdruck? Nö, gut, dann nicht. Dann halt nicht. Man kann ja nicht alles haben. Drache. Geh mir nicht auf den Sack. Und ich weiß, dass ich theoretisch mal wieder hin und her schalten sollte, aber für die Kämpfe weiß ich nicht, ob das so unbedingt notwendig ist. Da ist noch ein Kopf. Komm her, Megamoi. Ich will deinen Kopfabdruck. Komme, was da wolle. Du hast deine Glatze so schön poliert. Da wird doch langsam mal ein bisschen Zeit dafür. Ja, es ist soweit. Der Megamoi bleibt abrupt stehen. Offenbar steckt er fest. Olli nutzt die Gelegenheit, zückt ein großes Stück Papier und macht einen Megamoi-Kopfabdruck. Oh yes. Und dann eine Etage tiefer. Und hier müsste es die Magmalifizite gegeben haben. Richtig. Hab ich's doch noch richtig im Kopf. Supi. Dann holen wir uns jetzt noch schnell den Handabdruck. Und dann muss ich eben Vergleich machen, was ich noch alles habe und was ich noch brauche. Für eine weitere Mission. Oh, das war doof. Da ist der nächste. Hallöchen, mein Freund. Wieder dieselbe Kombo. Oh ja, wäre schön ab, Lizzie. Ah toll, jetzt sind wir zu zweit. Lizzie hat übrigens zwischendurch auch ein Level Up gekriegt. Und hat damit jetzt 2% mehr Abwehrchance mit dem Schild. Nur zur Info für euch. Und da haben wir auch den Magmalifizit-Handabdruck. Da steht auch genau dasselbe. Es ist faszinierend, wie da exakt immer dasselbe steht. Gut, ab nach Wurmwald. Dann geben wir die beiden Quests mal ab. So schnell kann es gehen. Und ich werde noch einmal ganz kurz ein paar Heilkräuter verteilen. Schließlich will ich den Kräuterkenner noch kriegen. So, 2, 3. Ich bin leider ein bisschen doof gewesen, denn während meiner ganzen Zeit in den beiden Grotten habe ich nicht ein Heilkraut vergeben. Damit habe ich erst bei den Blutmumien angefangen, weil es mir da dann wieder eingefallen ist. So. Hallöchen, Raphael. Da seid ihr ja und ihr habt den Magmalifizit-Handabdruck. Na los, zeigt schon her. Bitteschön. Oh Mann, nun sieht sich das eine an. Der ist ja riesig. Jetzt wird meine Sammlung unschlagbar sein. Hallo Raphael, ich wollte dir mal meine tolle Sammlung zeigen. Sieh dir das an, Horta. Ich habe einen Magmalifizit-Handabdruck. Der ist riesig. Klasse, was? Oh Mann, stimmt, der ist ganz schön groß. Aber meine Sammlung ist trotzdem noch besser. Ich hab ein,
Haha, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Meine Sammlung ist viel besser als deine. Edge Badge. Ha, das hat gut getan. Vielen Dank für eure Hilfe. Hier, das ist für euch. Prinzlichen Kaban. Das zeige ich gleich Mama und Papa. Die sind bestimmt hin und weg. Ja, dann zeig das mal Mama und Papa. So, und wir haben die Brennbergen-Missionen erledigt. Naja, also die eine, aber die andere gebe ich ja jetzt auch schnell ab. Hallo, Horta. Ja, hier ist dein Mega-Moai-Kopfabdruck. Hier wird 100 pro E wieder dasselbe stehen. Oh Mann, und sieh sich das einer an, der ist ja riesig. Meine Sammlung wird unschlagbar sein. Hallo, Horta, ich wollte dir mal meine tolle Sammlung zeigen. Sieh dir das an, Raphael, ich habe einen Mega-Moai-Kopfabdruck, der ist riesig. Klasse, was? Oh Mann, stimmt, der ist ja wirklich ganz schön groß, aber meine Sammlung ist doch besser. Ich habe gar nicht wahr, meine Sammlung ist viel besser. Ätsche-Bätsche, ja, habe ich doch gesagt. Und eine Prinzessinnenrobe. Das zeige ich gleich Mama und Papa. Ja, zeig das mal Mama und Papa. Bup. Geschafft. So. Wie schaut's aus? Kann man das irgendwie gebrauchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gar nicht gegen die Kartoptrick-Rüstung. Prinzlicher Kaban, 30 Punkte schlechter. Ja, das ist schon mal ein Angebot. 30 Punkte schlechter, das ist schon ein Ding. 206. Ich weiß, man kann die Prinzessinnenrobe verbessern. Zuerst mal zu einer Königinrobe und dann noch zu einer Kaiserinrobe. Aber ob der jetzt so viel besser ist? Übrigens, den Klaubolero habe ich in einer Kiste in einer Grotte gefunden. Nur so am Rande. So, und jetzt muss ich einmal gucken. Es ist Mission 34, die ich hier mal überprüfen muss. 34. Ich brauche einen Stachelstock. Den habe ich hier. Ich brauche ein Drachenschild. Den habe ich noch nicht. Dann hole ich mir doch erstmal den Drachenschild. Wenn wir hier einmal in Wurmwald sind, bietet sich das an. So. Hier hinein. Hallöchen, willkommen. Also, schön, dass du mich willkommen heißt. Eher so rum. Ich brauche ein Drachenschild. Vielen Dank. Nein. Einen hermetischen Hut brauche ich. Eine dunkle Robe. Hermetischen Hut habe ich, glaube ich, schon. Hermetischer Hut. Ja, den habe ich hier. Eine dunkle Robe habe ich, glaube ich, keine mehr, ne? Nein, eine dunkle Robe muss ich noch kaufen. Harte Handschuhe habe ich. Eine blaue Jeans habe ich auch. Prima Pantin habe ich auch. Und den Allzweckgürtel habe ich auch. Okay, das heißt, ich brauche nur noch die dunkle Robe. Dann einmal ganz kurz nach Brennbergen. Und noch eine dunkle Robe gekauft. Das sollte doch wohl hinzukriegen sein. Und dann brauchen wir Lizzie mit ihrem Karrierehelfer. Denn da müssen wir ähnlich im Prinzip wie... Okay, immer noch nicht, noch kein Kräuterkenner. Ähnlich wie mit der Mission, wo wir uns die ganzen Platin-Sachen angezogen haben, dieses Haute Couture in Welcome, müssen wir denn nun wieder die richtige Kombination aus Klamotten anziehen, um so einen Titel zu kriegen. Wir haben ja schon den lässigen Lebensmann irgendwann mal bekommen. Wie ich meine, mich zu erinnern. Und ja, jetzt brauchen wir den schlichten Jungen. Und da gibt es glücklicherweise eine Anleitung, wie man die auf jeden Fall bekommt. Und der Anleitung folge ich, auch wenn es ein bisschen Kohle gekostet hat. So, jetzt brauchen wir den Karrierehelfer. Und Olli muss bitte einmal ganz kurz ein Priester werden. Ja, bitte. Einmal Priester. Und dann müssen wir uns mit dem ganzen Zeug ausrüsten. Einmal kurz mit Stella labern. Und dann haben wir das auch schon. So, ja, danke Stimme der Berufung. Wir legen los. Stachelkeule. Nee, Stachelstock. Aber ich hoffe, das zählt als Stachelkeule. Drachenschild. Hermetischer Hut. Dunkle Robe, harte Handschuhe, blaue Jeans, prima Pantinen und ein Allzweckgürtel. Das sieht richtig kacke aus, aber angeblich soll das sehr schlicht sein.
Stella sagt scheinbar ja. Oh, diese ergreifende Schlichtheit, diese natürlichen Gesichtszüge. Du hast dir den Titel Schlichterjunge wahrlich verdient. Danke, da ist er. Genau, dafür haben wir das. Jetzt kann Lizzie uns auch schon wieder zurück zu einem Schwertmagier machen. Oder vielmehr die Stimme der Berufung natürlich, ne? So, Schwertmagier haben wir hier. Yes, please. Die Vision vom Leben eines Schwertmagiers. Ja, dafür musste ich jetzt den ganzen Kack kaufen. Aber hey. Gibt Schlimmeres, als einfach ein bisschen Geld zu verdienen. So, jetzt muss ich hier einmal in meinen Profileinstellungen rumdoktoren. Denn ich muss hier eine Auszeichnung. Nämlich den schlichten Jungen. So, Sprechstil. Ich bin übrigens ein schmieriger Kerl. Ich bin ein tattriger Greis. Ja. Und ich wohne in... Selbstverständlich wohne ich in der fiesen Festung. Da wohne ich gern. Wunderbar. Okay. Das haben wir. Dann geht's jetzt nach Bad Zurek. Können wir die eine Quest direkt abgeben, weil wir den schlichten Jungen jetzt schon haben. Eine andere Quest könnte noch ein bisschen dauern. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn die Quest überhaupt herkriege. Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß nur Bad Zurek. So, hier scheint es nichts zu geben. Bist du's? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich heiße Chulun. Meine Mutter und mein Vater waren sehr einfache Leute. Das demonstrieren sogar ihre Titel. Mein Vater nannte man schlichter Junge, meine Mutter schlichtes Mädel. Ich würde gern wissen, wie sich die große Schlichtheit der Träger solcher Auszeichnungen äußert. Aber meine Eltern sind nicht mehr da, um es mir zu zeigen. Könnt ihr es mir zeigen? Ja, gerne. Ihr helft mir. Ich danke euch. Eine Auszeichnung kann man im Menü Profileinstellungen als Titel wählen. Ihr müsst die Auszeichnung schlichter Junge oder schlichtes Mädel erlangen und als Titel einstellen. Ich würde gern wissen, wie sich die große Schlichtheit meiner Eltern geäußert hat. Könnt ihr es mir zeigen? Ja, das habe ich doch schon gesagt. Wiederhol dich doch nicht. So also sieht ein schlichter Junge aus, genauso wie mein Vater. Schlichtheit, das ist Schlichtheit. Jetzt sehen meine Augen, wie das Wesen meines Vaters war. Danke, dass ihr mir das gezeigt habt. Ich habe den Wunsch, euch etwas zur Belohnung zu geben. Ein Veteranenhelm. Ich würde mir eher eine Auszeichnung wie die meiner Großmutter wünschen. Sie ist eine Hauptakteurin. Ich glaube, das würde bestimmt mehr Spaß machen. Vielleicht, weiß ich nicht. So, Aufgabe 34 ist damit erledigt. Okay. Ein Veteranenhelm. Muss ich mir mal angucken. Ich glaube zwar nicht, dass der besser ist als unser Metallschleimhelm. Ach, nur für Krieger. Was soll der Scheiß denn? Und dafür habe ich diese ganze Kohle ausgegeben? Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist ein Typ da hinten. Ich glaube nicht, dass der die Quest hat, aber der sieht aus wie ein Questgeber. Und dementsprechend, dementsprechend wie eine Wi-Fi-Mission. So, wer hat denn die andere Quest? Hier muss es noch eine andere geben. Bist du's? Nö. Bist du's? Ja! Ich heiße Enk. Ich bin der Diener von Batkan. Und nun erledige ich etwas für ihn. Er möchte, dass ich eine weibliche Puppe für ihn wiederfinde. Die Puppe war ihm ein kostbarer Besitz. Aber eine Bestie stahl sie ihm, als seine Füße über die Ebenen wandelten. Nacht für Nacht freute sich Batkan, wenn er die Puppe in Händen hielt. Sie war seinem Herzen wichtig. Doch ein gescheiter Gebonze stahl sie ihm. Man muss sie ihm mit Kleptomane wieder abnehmen, wenn das Biest in Schlaf fällt. Es mag viel Geduld erfordern, die richtige Bestie zu finden, aber ich flehe euch an, gütiger Reisender. Wollt ihr mir helfen? Ja, können wir gerne probieren. Ihr helft mir, ich bin sehr erleichtert. Ich danke euch aus vollem Herzen. Ich muss euch sagen, dass Batkan gebeten hat, um diese Sache keinen großen Wirbel zu machen. Darum sollte das zwischen uns beiden ein Geheimnis bleiben. Ich verlasse mich da auf euch. Puppentheater. Mission 35. Dann wollen wir doch mal. Und dafür ist es praktisch, dass wir ein Schwertmagier sind, weil Schwertmagier schlafzauber wirken können. Und dementsprechend müssen wir jetzt nur den gescheiten Gebonze finden. Und dann darauf hoffen, dass er die Puppe dabei hat. Ja, klingt theoretisch einfach. In der Praxis könnte es aber trotzdem ein Weilchen dauern. Da, nehmen wir doch erstmal den da. 3 gescheite Gebonze. Okay, klar. Schnarch, Kleptomane, Kleptomane, Kleptomane.
Rubin der Rage. Ist schon mal von A. Das heißt, A könnten wir eventuell gleich ausnehmen. Aber wir probieren es hier nochmal, denn es kann sein, dass A trotzdem die Puppe noch hat. Ja, A hat die Puppe. A hat die Puppe. Auch wenn er jetzt wieder aufgewacht ist, aber A hat die Puppe. A hat die Puppe. Ich meine, ich kann die anderen trotzdem noch versuchen zu beklauen. Ja, ja, mach ruhig eine Mega-Schwächung, kein Ding. Nein, ich konnte mich daran erinnern. Ja, A trägt nichts bei sich, weil er gerade nicht schläft. Aber sobald er wieder schläft, sollte er die Puppe wieder rausrücken. Ich meine, man musste den eine Sache klauen und danach, wenn sie denn schlafen... Ja, genau. Müsste die Sache klar sein. Ich hoffe, der pennt einfach noch ein bisschen, sodass wir hier die Chance haben. Wir sollten eigentlich B und C mal ausschalten. Einfach nur, damit sie uns nicht auf den Sack gehen. Da, Stoffpuppe, da ist sie auch schon. Ha, ich sag doch. Wirkt, als könnte schnell gehen, könnte aber auch ein bisschen dauern. In dem Fall haben wir jetzt echt Glück gehabt. Da haben wir wirklich Glück gehabt. So, schön, dass du noch aufgewacht bist. Leider bringt es dir nicht mehr so viel. Stoffpuppe wurde dem gescheiten Gebunsen erfolgreich abgenommen. Eine weitere Mission ist erfolgreich erledigt. Da freue ich mich. Guti. Dann einmal ganz kurz abgeben. Moment, wenn ich einmal hier noch rumrenne, ne? Wenn ich einmal hier noch rumrenne, was ist mit dir? Nö, du hast gar nichts. Okay. Gut. Dann ignoriere ich dich. Dann ignoriere ich dich. Puppe abgeben und dann haben wir nur noch eine einzige Mission, die wir gerade erledigen können. Glaube ich. Und die erfordert einiges an Alchemie, also weiß ich nicht, ob wir die gerade schon schaffen. Diese Puppe, das muss Batkans Puppe sein. Das habt ihr gut gemacht, mein Freund. Olli, was führt euch hierher? Oh, diese Puppe. Wie ist sie in eure Hände gelangt? Bitte verzeiht, Herr. Es mangelte mir an Kenntnissen, sie selbst zu finden. Ich bat den mächtigen Olli um Hilfe. Ich verstehe. Diese Puppe. Ich habe sie eigenhändig für meine geliebte Bayarma gefertigt, in Gedenken an ihre Geburt. Sie liebte derlei Tante und so tat ich mein Bestes, ihr Ebenbild von ihr entstehen zu lassen. Aber ich bekam keine Gelegenheit mehr, sie ihr zu schenken. Stattdessen wollte ich sie an ihr Grab bringen. Doch sie angefertigt zu haben, war mir eine Quelle der Peinlichkeit und ich hielt es geheim. Darf ich sie zurückbekommen? Klar, warum nicht? Ist doch deine. Reich ist, wer keine Schulden hat, Olli. Doch ich stehe für deine Hilfe in deiner Schuld. Hier, bitte. Ein Einhänder. Echt jetzt? Ich krieg so ein verkacktes Paar Handschuhe? Was wir eh nicht mehr brauchen? Naja, besser als der Veteranenhelm, aber trotzdem. Endlich kann ich mein Geschenk überreichen. Ich hoffe, es gefällt meiner dahingeschiedenen Liebe. Das ist egal, die ist schon im Licht. Okay, das haben wir geschafft. Ich kann hier noch einmal ein Heilkraut sponsern für Deka. Der hat immer ein Damage gekriegt. Das ist jetzt nicht rein zufällig genau das eine Heilkraut gewesen, was ich für den Kräuterkenner gebraucht habe. Nein, schade. Hätte ja sein können. Okay, dann... dafür ich auch noch was. Ja, okay, es gibt zwei Sachen, wo wir alchemieren müssen. Aber die eine ist wichtiger als die andere, meiner Meinung nach. Ich schau mal eben in die Alchemie rein. Bin gespannt, was wir da so alles finden werden. So, Hallöchen Leopold. Wir brauchen nämlich... Ich glaube, wir brauchen dafür so ziemlich dasselbe. Wir brauchen zwei ätherische Steine, zwei Göttertränke. Das heißt, ich brauche drei Göttertränke. Ätherische Steine brauche ich verzauberte Steine. Also brauche ich drei verzauberte Steine. Also brauche ich noch zwei mystische Mixturen. Kann ich die herstellen? Dann fangen wir doch schon mal damit an. Mystische Mixtur, wo ist sie denn?
Die kann ich herstellen. Habe auch noch genügend Kuhfladen. So, mystische Mixturen. Die haben wir jetzt. Dann machen wir 3 verzauberte Steine. So. Das ist schon mal gut. Daraus machen wir jetzt 2 ätherische Steine. Einer bleibt verzaubert. So, und dann brauchen wir den Göttertrank. Dafür brauchen wir Astralfedern. Davon kann ich tatsächlich schon 2 machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Astralfeder. Also ich brauche noch 2 Astralfedern. Also noch 6 Flatterfedern. Nee, stimmt gar nicht, weil ich jetzt 2 pro brauche. Ich brauche noch 12 Flatterfedern. 12 Flatterfedern und 5 Kristallscherben. Ach du Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber na gut, ja, die Sachen muss ich so sammeln. Ich brauche ganz viel Dämmerstoff, ich brauche ganz viel Strahlestein, Flatterfedern. Da kann ich leider gerade nichts tun. Genau, ich brauche 1 Göttertrank für eine Mission und ich brauche 1 Achate Evolution für eine Mission. Und dementsprechend brauche ich 3 Göttertränke. Ungeil, aber lässt sich leider nicht anders machen. Schade. Na gut, das haben wir dann erledigt. Dann mache ich jetzt noch eine Sache, eine kleine. Ich nehme nämlich Noahs Pfeife. Denn mir ist eingefallen, wir haben noch ein Plateau vergessen. Denn hier in Brennbergen müsste es noch eins geben. Genau, das hier. Das haben wir bisher total übersehen. Also, vermutlich haben wir es nicht übersehen, sondern ich habe es einfach geflissentlich ignoriert. Königskrabbe gibt es hier oben. Eisenhauer. Bombenbrocken. Ja, doch. Hallo, Skelettchen. Ey, hör mal, ich hab Musikanten getroffen. Ich hab mir Instrumente daraus gebastelt. Aber sie klingen nicht mehr ganz so gut. Ehrlich gesagt, sie sind noch Gerippe ihrer selbst. Ey, würdest du irgendwas ausmachen, mir zur knochigen Hand zu gehen? Übrigens, ich bin der Klapperkalle. Ihr müsst für mich diesem Herzen mit dem Herzensbrecher ein paar Verderbnisse unter den Schädel einschlagen. Wenn die den Geist aufgeben, lassen sie Klagenknochen fallen. Bringen sie mir doch bitte, ja? Klappern gehört auch zum Handwerk. Ihr sollt dabei auch nicht leer ausgehen, na? Ich habe weder jemanden, der mit Hammer ausgerüstet ist, noch eine Grotte, wo Verderbnisritter drin sind. Schwierig gerade. Zu klapprig, was? Dann muss ich wohl weiter tonlos herumgeistern. Oh Gott, wie viele Skelette hier sind. Skelette, Skelette, Skelette. Willkommen, Wanderer, im letzten Hafen für die Seelen, die sich auf der letzten Reise ins Jenseits verirrt haben. Ich bin Rudi Rippchen und ich möchte euch um einen Gefallen für die alte Teerjacke bitten. Neben mir liegt mein Schiffskamerad Jolly Roger, ein mächtig feiner Kerl, aber so ein Schuft hat sich seine Seele gekrallt. Das war ein Unhold, die Geißel der 7 Meere und vermaledeiter Verschlinger saftiger Seelen. Ah, er schnappte sich eine Ladung armer Seelen und schipperte in eine Grotte, die auf einer Karte mit einem X markiert war. Wer ihn in 15 Runden nicht besiegt, dessen Seele landet ebenfalls dort. Kein normaler Seefahrer kommt gegen ihn an. Aber ihr scheint mir aus einem anderen Holz geschnitzt, Jung. Ah ja, also was sagt ihr? Nehmt ihr den Kampf auf? Theoretisch gern, aber ich habe auch keine Grotte, wo der Uhunhold drin steckt. Wollt ihr nicht für einen wie mich oder den ollen Roger über die Klippe springen, was? Ja, das überrascht mich nicht. Es gibt wohl nicht viele, die schiffbrüchige Seelen wie uns helfen würden. Damit hat das gar nichts auf sich, dass ich euch nicht helfen will, aber wenn ich die Grotte nicht hab, wozu soll ich mir das Missionsinventar vollknallen? Alter, ich bin Olaf Owenhose. Kein Witz, ich hab was ich sicher gerne in euer fleischige Finger kriegen würdet. Wisst ihr was? Wenn ihr mir helft, gebe ich's euch. Es ist eine Schatzkarte, jawohl, und das meine ich todernst. Diese fiesen Wolkenhexe haben mir all meine Hosen geklaut. Diese Gemeinheit nagt an mir. Mir pfeift der Wind durchs nackte Gerippe. Das geht mir durch Mark und Bein. Ich will meine Hosen zurück. Wolkenhexer lieben Witze. Bringt ihr sie mit einem heiteren Hampler zum Lachen, könnt ihr die Hosen zurückstibitzen. Was sagt ihr? Helft ihr einem nackten, klapprigen Gerippe seine Würde zurückzuerlangen? Ich habe auch keine Grotte, wo Wolkenhexer drin sind. Faul bis in die Knochen, was? Tja, dann pfeift mir der Wind wohl weiter durchs Gebein. Und was mit dir, Jolly? Jolly ist nur ein Gerippe. Naja, also, sind wir mal ehrlich, wir hätten das Ding hier auch weiter vergessen können, weil
interessant war das jetzt nicht. Also, interessant schon, aber nicht spielvoranbringend. Freunde, das wär's für die heutige Folge gewesen. Ich werde jetzt offscreen versuchen, noch die ganzen Materialien zusammenzusammeln, mit denen wir uns dann die Göttertränke basteln können und den Achrat der Evolution. Und wenn ich das habe, dann sehen wir uns wieder und dann können wir eigentlich auch schon langsam mal mit den ganzen Wi-Fi-Sachen loslegen. Also mit den Story-Wi-Fi-Sachen, ne? Alles klar. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.